Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da. Herzlich willkommen zurück oder herzlich willkommen, falls du zum ersten Mal dabei bist. Ich hatte eine kleine Pause letzte Woche. Und ja, für die Eiligen unter euch, wir schauen heute mal, welche Charaktereigenschaften der Mensch hat, mit dem du es zu tun hast in deinem Leben. Vielleicht ein neuer Arbeitskollege, ein neues Familienmitglied, eine neue Chefin. Vielleicht jemanden, den du kennengelernt hast, den du daten möchtest, einen potenziellen Partner, einen Freund, eine Freundin, die neu in dein Leben kommt, etc. Die Anfangszeiten findet ihr wie immer unter dem Video. Und ja, für alle, die etwas mehr Zeit mitgebracht haben, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr euch Zeit nehmt, hier dabei zu sein. Wir schauen heute mal mit dem brandneuen Archetypen-Deck. Also das Deck an sich ist nicht neu, aber ich habe es jetzt neu in meinem Besitz. Die werden uns helfen, hier Charaktereigenschaften für die Personen herauszufinden, um die es hier geht. Dann werden wir mit dem Tarot schauen, was das Universum noch zu dieser Beziehung zu sagen hat. Das ist das Borderless Smith-Waite Tarot. Und zu guter Letzt gibt es auch noch einen Ratschlag aus der geistigen Welt, wie du am besten mit dieser Person oder in der Situation mit dieser Person ja, handeln kannst, was dir das Universum, die geistige Welt hier rät. Und Charms gibt es natürlich auch noch obendrauf. Ich bin sehr gespannt, was sich hier zeigen wird. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei all den Lieben, die mir einen wunderbaren Urlaub gewünscht haben. Das hat geholfen. Wir hatten eine wirklich wunderbare Zeit. Wir waren mit dem Kajak unterwegs in Brandenburg. Und das war einfach ein Knaller. Sehr viel Grün, sehr viel Natur, sehr viel Ruhe. Körperlich war es ein bisschen anstrengend, aber ja, nichtsdestotrotz, es hat sich gelohnt. Es ist eine wunderschöne Gegend, kann ich nur empfehlen. Und ja, auch vielen Dank an all die lieben Geburtstagsgrüße, die mich erreicht haben. Und auch vielen Dank an die Geschenke, die ich erhalten habe. Wie ihr seht, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nein. Hat mir hier jemand diese wundervollen Achatscheiben zukommen lassen, die ich persönlich sehr, sehr schön finde und die jetzt auch öfters mal dabei sein werden. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure E-Mails, für eure lieben Glückwünsche. Und ja, war sehr gerührt, bin es immer noch. Und vielen Dank an dieser Stelle dafür, ihr Lieben. Auch für eure Kommentare. Ich habe in letzter Zeit wirklich häufig ja, mitgefühlt, mitgelacht. Ich finde es super. Ihr seid wirklich witzig. Und ja, sehr offen. Ich finde es toll, dass ihr die Kommentarfunktion auch nutzt, um mich mal auszutauschen oder ja, eure Situation zu beschreiben. Und ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Mitarbeit, für eure positive Energie. Und so, nun genug des Vorwortes. Wir legen los. Ich beginne mit der linken Achatscheibe, mit der lila Achatscheibe und da arbeiten wir uns dann weiter vor. Ihr könnt hier natürlich auch mehrere Personen auschecken, abchecken, wie man so sagt. Folgt da bitte ganz eurer Intuition und wir sehen uns gleich beim ersten Stapel. Hallo ihr Lieben, wenn ihr euch für diese lila Scheibe hier entschieden habt, dann ist das folgende Reading für euch und wir schauen mal, mit wem du es hier zu tun hast. Und da kam als erste Karte für diesen Menschen der Hermit, der Eremit. Und als zweite Karte aus dem Archetypendeck der Bali und aus dem Krafti-Orakel wollte sich zeigen das Chamäleon, interessanterweise die Nummer 9, ähnlich auch wie der Eremit im Tarot, auf dem Kopf so tun, als ob. Das finde ich schon mal sehr interessant, denn du hast es hier mit jemandem zu tun, der sich entweder generell oder jetzt gerade sehr zurückgezogen hat. Passt auch sehr schön hier, ne, mit den Farben. Oh, entschuldigt bitte. Ja, hier ist jemand wirklich gerade dabei, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und
dieser Mensch hat keine Lust mehr, so zu tun, als ob irgendetwas vorzutäuschen, so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre, denn mit diesem Menschen ist nicht alles in Ordnung. Diese Karte verrät mir, dass es zumindest in der Vergangenheit, vielleicht sogar in der Gegenwart, Menschen gibt oder Situationen gibt, die diesen Menschen hier sehr belastet haben. Also hier kann es wirklich um Mobbing gehen, das dieser Mensch erfahren hat. Es kann sein, dass es hier um toxische Beziehungen geht, die dieser Mensch durchlebt hat, in Freundschaften, in Geschäftsbeziehungen, in Liebesbeziehungen. Vielleicht auch aus der Kindheit, ja, also hier gibt es auf jeden Fall alte Wunden und diese alten Wunden haben etwas zu tun mit unfair behandelt werden, mit gepeinigt werden, ja, jemand, der wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hat mit einem anderen Menschen oder mit mehreren anderen Menschen und sich damit gerade wirklich stark auseinandersetzt. Und ja, es auch wirklich leid ist, nach außen hin so zu tun, als wäre das nicht so, als wäre alles in Ordnung. Man sucht hier wirklich nach dem inneren Licht, nach einer kreativen Umgangsform mit dieser Energie. Und im schlimmsten Fall wurde dieser Mensch tatsächlich hier, wir haben das Wort hier sogar stehen, auf irgendeine Art und Weise missbraucht in seiner Kindheit, in seinem Erwachsenenleben. Und davon muss man sich hier erstmal erholen. Und genau das tut dieser Mensch gerade. Also solltest du oder möchtest du diesen Menschen unterstützen, dann gib ihm oder ihr bitte die Zeit, sich hier zurückzuziehen. Das hat nichts mit dir zu tun. Vielleicht ist dieser Mensch gerade nicht so offen oder nicht so kontaktfreudig oder wie gesagt, hat sich zurückgezogen oder wird sich demnächst zurückziehen, dann sei dir gewiss, dass das wichtig ist für diesen Menschen. Wir haben ja auch die doppelte Konfirmation, die doppelte Übereinstimmung mit der Neun und dem Eremiten für mich. Also hier ist jetzt wirklich die Zeit gekommen, einiges zu regeln im Inneren. Und das wird sich lohnen, ja. Der Eremit kommt in der Regel weiser zurück ins Leben und sehr viel geklärter, sehr viel klarer. Jetzt fragen wir mal das Tarot. Welche Informationen sind hier noch wichtig? Liebes Universum, liebes geistiges Team. Was ist hier noch wichtig zu wissen in dieser Situation? Wir haben ja auch das dritte Auge für mich stark drin. Ja, also die Intuition spielt hier eine große Rolle. Auch für diesen Menschen, vielleicht entdeckt dieser Mensch gerade wieder, dass er sich auf seine, auf ihre innere Stimme wirklich verlassen kann. Und ja, sammelt jetzt gerade die Kraft hier auch mit der blauen Energie hier, das ist das Kehle- oder Halschakra, das auszudrücken, was hier im Inneren wirklich vor sich geht, ja, anstatt, wie gesagt, das berühmte, wie geht's dir, ja, ganz gut, das, obwohl es einem nicht gut geht. Das ist etwas, was dieser Mensch hier nicht mehr leben möchte. Man möchte hier seine innere Wahrheit deutlicher zum Ausdruck bringen. Wir haben die 7 der Münzen auf dem Kopf. Ja, Ungeduld. Hier zieht sich etwas in die Länge. Vielleicht ist dieser Mensch auch schon länger in dieser Energie. Und hier geht es auf jeden Fall darum, dass du, vielleicht aber auch diese Person selbst, ungeduldig ist und diesen Prozess endlich abschließen möchte. Vielleicht wartest du auch schon lange darauf, dass hier ein Mensch einen Prozess durchläuft, einen Transformationsprozess, einen Heilungsprozess. Wenn diese Karte auf dem Kopf richtig herumfällt, ist das immer ein Zeichen dafür, dass es sich zu warten lohnt, dass sich ein Garten, in dem man Arbeit gesteckt hat oder ein Projekt, der Garten halt im übertragenen Sinne, sich gut entwickelt und dass wir jetzt geduldig auf die Früchte unserer Arbeit warten. Da die hier aber umgekehrt gefallen ist, würde ich sagen, es geht hier um Ungeduld. Dann haben wir die Liebenden auf dem Kopf. Es kann also sein, dass es sich hier für einige um eine Liebesbeziehung handelt. Muss auch nicht, ja, ist aber ein Hinweis. Für andere kann es ja auch durchaus um Familie, um Freundschaft oder Geschäftsbeziehungen gehen. Vielleicht hat ja auch jemand im geschäftlichen Bereich sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Kooperationspartnern, mit Geschäftspartnern. Und wenn du jetzt hier ein neuer Geschäftspartner bist, dann begegnet dir dieser Mensch vielleicht mit Misstrauen oder sehr zurückhaltend.
Und das, ja, verwundert dich und macht dich ein bisschen ungeduldig, weil du vielleicht siehst, okay, wir könnten hier einiges erreichen, ob in Beziehungen, Freundschaften oder im geschäftlichen Bereich, ja, wir könnten hier einiges erreichen, aber dieser Mensch lässt sich nicht so richtig ein auf diese Beziehung. Mit den Liebenden auf dem Kopf würde ich auch sagen, dass hier durchaus Gefühle von Sympathie oder Liebe, je nachdem, wonach du fragst, vorhanden sind. Dass man hier aber jetzt eine Entscheidung treffen muss, ja? Vertraue ich diesem Menschen und lasse mich darauf ein, auf diese Freundschaft, auf diese Partnerschaft, auf diese Geschäftsbeziehung oder um was es auch geht? Oder nicht? Bleibe ich in meinem Eremitenstatus? Ja, und nimmst diesen Menschen nicht übel, auch wenn es länger dauert, als du glaubst, hier muss wirklich einiges verarbeitet werden. Und erst dann kann man diese Entscheidung treffen. Liebes Universum. Was gibt es hier noch zu sagen? Was ist noch wichtig? Ach so, ja, mit den Liebenden natürlich. Eine große Arcana-Karte. Das heißt, das wird hier oder ist hier auf jeden Fall auch eine relevante, also eine wichtige Beziehung. Und wir haben die 5 der Kelche. Ja, hier muss wirklich jemand das Gefühl von Verlust, von Kummer verarbeiten und letzten Endes auch loslassen sich, ja, loslassen, sich dafür entscheiden, diese negativen Gefühle, dieses Misstrauen, vielleicht auch die Angst vor Verletzungen, ja, einerseits zu verarbeiten und auch irgendwo dann zumindest am Ende des Prozesses loszulassen, damit man wieder offen wird für neue Menschen, ja, für vertrauensvolle Beziehungen. Das scheint hier aber nicht so einfach zu sein. Was ich dir aber sagen kann, auf jeden Fall, dieser Mensch ist jemand, der sehr ehrlich ist. Mit dem Chamäleon auf dem Kopf ist das niemand, der so tut, als ob, sondern es ist wirklich jemand, der, wenn er oder sie ja sagt oder sich einlässt, dann tut er oder sie das tatsächlich. Ja, es ist niemand, der etwas vortäuscht. Vielleicht war das in der Vergangenheit so, mittlerweile ist das aber nicht mehr so. Oder man arbeitet zumindest sehr hart daran, hier wirklich die Wahrheit zu sprechen. So, was haben wir hier noch? Es kommen noch 3 Karten, okay. Ja, da haben wir die 5 der Münzen. Vielleicht fühlt sich dieser Mensch im Moment auch nicht besonders liebenswert, hat hier massive Probleme mit Selbstwert, vielleicht auch finanziell ist man gerade nicht so gut aufgestellt und möchte sich deshalb jetzt im Moment nicht auf neue Partnerschaften einlassen, so in jeder Beziehung. Dann haben wir den Herrscher, die Herrscherenergie. Das verspricht für mich, dass dieser Mensch sich wieder stabilisieren wird. Ja, es dauert vielleicht noch ein bisschen und es verlangt ein bisschen Geduld, aber hier wird sich jemand wieder stabilisieren und in seine Herrscherenergie zurückkommen, auch wenn wir hier über eine Frau reden, ja. Der Herrscher ist ja auch eine Kraft, die in jedem von uns schlummert. Und ja, diese Stabilität kann hier zurückkommen. Und wir haben die 6 der Kelche auf dem Kopf. Es kann also wirklich gut sein, dass es hier für viele darum geht, alte Verletzungen aus der Kindheit, aus der Vergangenheit, aus vergangenen Beziehungen zu Eltern oder zu Partnern, Geschwistern etc. zu heilen. Vielleicht kennt ihr diesen Menschen auch schon länger, aus eurer Kindheit, aus früheren Leben und ihr hattet eine Begegnung, die nicht angenehm war. Also vielleicht habt ihr euch gegenseitig verletzt oder einer hat den anderen verletzt. Auch das kann sein. Vergesst bitte nicht, wir haben hier ein allgemeines Orakel. Bring! Ja, die Türklingel. Ich würde sagen, hier tut sich was. Hier tut sich was. Hier kommt ein bisschen Bewegung rein. Vielleicht auch ein ganz neuer Mensch. Auch das könnte sein. Ja, also die Klingel ist für mich hat was mit Besuch zu tun, mit Neuigkeiten, neue Energien, neue Einflüsse. So, das wird jetzt etwas lauter da unten. Finde ich nicht so gut. Ist jetzt aber so. Ja, vielleicht auch dein Wunsch hier, neue Energien reinzubringen. Wir schauen mal, was das. Nee, wir machen erst die Charms. Ist, glaube ich, weniger. Ne? Wir nehmen hier ein paar Charms drauf, um noch mehr Informationen zu bekommen. Dann schauen wir mal, wie du jetzt am besten mit dieser Situation umgehst. So. Ja. Zwei
große Arcana-Karten. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, etwas im Leben dieses Menschen, was sehr wichtig ist, ein Prozess, den er oder sie jetzt durchlaufen muss. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ist diese Beziehung auch durchaus relevant und wichtig für euch beide. So, wir haben Sternzeichen hier, und zwar einmal die Jungfrau. Das finde ich ja interessant, denn der Eremit ist auch mit der Jungfrau verbunden. Also Sternzeichen Jungfrau, Erdzeichen, wir haben ja auch zwei Erdkarten, auch der Herrscher gilt als durchaus erdig, zum Beispiel Stier, aber auch Widderenergie hätten wir hier liegen. Dann haben wir die Zwillinge mit den Liebenden hier, auch die blaue Karte hier ist für mich sehr luftig, also mit Luftzeichen, Waage, Wassermann oder Zwilling verbunden. Und wir haben hier noch Kelchkarten, also Wasserzeichen auch mit drin, Fisch, Krebs oder Skorpion. Die Jungfrau, ja, sehr analytisch, würde ich sagen. Dieser Mensch ist durchaus rational und hat vielleicht seine Probleme, hier mit Gefühlen umzugehen, die zu handeln, ja, sie zu durchleben, und darum muss man sich hier etwas zurückziehen. Dann haben wir hier den Ring. Es kann gut sein, dass sich hier ein Kreislauf wiederholt. Das ist hier farblich auch sehr passend zu dieser Karte. Ja, dass man hier auch toxische Beziehungen nicht nochmal wiederholen möchte, ja, dass man sich vielleicht auch dessen erst richtig bewusst wird und ja, das halt nicht nochmal erleben möchte. Vielleicht befreit man sich ja auch aus toxischen Beziehungen, vielleicht sind es Lebensereignisse, die immer wieder in das Leben dieses Menschen hineinkommen, vielleicht auch in dein Leben, ja, oftmals spiegeln uns die Menschen, die uns wichtig sind oder mit denen wir zu tun haben, ja auch energetisch. Also kann es sein, dass ihr beide nicht zum ersten Mal in dieser Situation steckt und diesen Kreislauf jetzt hier wirklich endgültig durchbrechen möchtet. Ist auch spannend, ne? Wir haben überhaupt keine Symbole hier, wir haben nur Buchstaben. Also Kommunikation ist hier vielleicht auch besonders wichtig oder besonders, ja, vielleicht auch blockiert mit den Liebenden auf dem Kopf, kann gut sein. Und wenn das so ist, dann ist der Ratschlag, der nicht einfach ist, wirklich, gib ihm oder ihr diese Zeit. Wundere dich nicht, wenn hier jemand nicht so offen auf dich reagiert. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun als Mensch, sondern sehr viel mehr mit den Energien, in denen dieser Mensch hier gerade ist. Ja, als erstes haben wir das H, Hermit natürlich. Dann haben wir das L, das W, das S, das L, ein V, ein M, ein U, ein H, ein N, ein Z und ein X. Ja, Kreisläufe, die sich hier wiederholen und durchbrochen oder beendet werden wollen. Das können Anfangsbuchstaben sein von Personen, Orten, Worten. Abkürzungen können hier drin liegen, persönliche Abkürzungen natürlich auch. Und ja, vielen Dank auch für eure lieben Kommentare mit den Wörtern, die ihr hier seht. Ich amüsiere mich immer sehr gut und ich glaube, es ist hilfreich für viele, die hier zuschauen. Ich schaue nochmal selbst kurz drauf. Mu, ja, okay. Sehe ich hier sonst noch was auf die Schnelle? Nee, wir haben auch wieder nur einen Vokal, ne? Lux sehe ich hier noch. Einmal einerseits der Lux, das Tier, auf der anderen Seite auch Lux, das Licht, Doppel-L. Ah, wir haben auch wieder doppelte Buchstaben. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch hier eine grobe Vorstellung davon geben, was mit diesen Menschen, um den es geht, gerade los ist, was ihn oder sie beschäftigt. Und achso, ja, fragen wir doch noch kurz, entschuldigt bitte, was du jetzt tun kannst in Bezug auf diesen Menschen hier, liebes Universum. Was ist, ja, die wollte noch nicht so ganz, was können die Menschen hier in dieser Gruppe jetzt am besten tun? Wie gehen sie mit diesem Menschen, mit dieser Situation am besten um? Zack, da kommt die Trommel. Dream and Journey. Ja, die Trommel ist für mich immer sehr, ist was sehr Rhythmisches. Auch so ein bisschen Timing, ja. Wenn man ein Schlagzeug spielt oder eine Trommel bedient, dann ist der Rhythmus und das Timing sehr wichtig. Und ja, Traum und Reise. Also für mich ein Hinweis darauf, dass du dich jetzt vielleicht eher auf deinen eigenen Rhythmus konzentrieren solltest, auf deinen Lebensrhythmus
und dass du durchaus weiter träumen darfst und weiter damit beschäftigt sein darfst, deine eigenen Träume und deine eigene Reise hier anzutreten oder weiterzureisen. Ich hätte gerne noch eine Karte. Vielleicht möchtest du auch verreisen, auch das ist gut möglich. Ja, dann wäre das auch eine Ermutigung. Deine Träume können hier auch sehr wichtig sein. Also vielleicht behältst du Botschaften über deine Träume, was diese Beziehung angeht. Vielleicht träumst du auch von diesem Menschen. Das kann auch gut sein. Und wir haben hier als zweites den Luftengel oder den Hüter, die Hüterin der Lüfte. Shift your perception. Okay. Ja, vielleicht hast du diese Haltung dieses Menschen bisher sehr persönlich genommen oder das irgendwie auf dich bezogen. Und dann sagt diese Karte, bitte lass das, ja. Das, wie gesagt, hat nichts mit dir zu tun. Und generell ist es so, dass die Reaktion anderer Menschen uns gegenüber nur zu einem Bruchteil mit uns persönlich zu tun haben, ja, mit uns als Person. Oftmals spielen tausend andere Dinge damit rein. Also hier nochmal die Erinnerung, bitte. Nimm hier ein Verhalten nicht persönlich. Ja, verändere deine eigene Einstellung zu diesem Menschen oder zu dieser Situation. Auch mit der Luft hier, vielleicht erinnerst du ihn oder sie auch hier an eine unangenehme Erfahrung, ohne dass du irgendwie unangenehm bist. Ja, vielleicht triggerst du hier etwas an. Und als dritte Karte kommt zu dir Sage. Sehr schön. Der Salbei. Es gab auch noch eine andere Übersetzung für dieses Wort. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Es hatte jemand kommentiert und ich wollte es mir merken, habe es aber nicht getan. Es tut mir leid. Be devoted and committed. Ja, also bleib bitte, je nachdem, wie nahe du diesem Menschen stehst, versuch ihm oder ihr trotzdem verbunden zu bleiben, ja, also ihn oder sie nicht rauszuschmeißen aus deinem Leben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedeutet diese Karte für mich aber auch, dass du bitte dir selbst treu bleiben sollst und deinem Weg treu bleiben sollst in diesem speziellen Zusammenhang, ja. Vielleicht bist du auch jemand, der sehr kreativ ist. Wir sehen hier einen Faunblatt, mit dem auf ein anderes Blatt geschrieben. Faunblatt. Eine Faunfeder, mit der auf ein Blatt geschrieben wird. Und vielleicht bist du sehr kreativ oder setzt diesen Prozess hier irgendwie kreativ um. Ja, dann bitte bleibe dabei. Ja, führe das fort. Ja, es ist eine herausfordernde Botschaft, ich weiß wohl. Aber du kannst im Moment nicht viel tun für diesen Menschen, so wie ich das hier sehe. Du kannst ihn oder sie nur in Anführungsstrichen dem Raum geben, was auch diese Karte so ein bisschen für mich anzeigt, ja, den Raum geben, sich hier selbst zu heilen und klar zu werden und ja auch eine neue Stufe der Persönlichkeitsentwicklung zu erreichen mit den Liebenden und dem Herrscher. Denn ja, dieser Mensch hier muss sich erstmal wieder stabilisieren. Und dann kann hier etwas weitergehen, eure Beziehung weitergehen oder sich vertiefen, wie auch immer, ja, wie ihr gerade zueinander steht. Ihr Lieben, ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen, ja. Wenn euch das hier gefallen hat, diese Art von Orakel, lasst mir gerne einen Kommentar da oder einen Daumen hoch. Dann weiß ich, dass ihr in Zukunft ähnliche Orakel schauen möchtet. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wir sehen uns spätestens am 20. Juli wieder. Da ist ein Portaltag. Weiß gerade nicht, welcher Wochentag das ist. Ansonsten gibt es auch natürlich nächste Woche wieder ein Wochenorakel. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Wenn ihr euch für den zweiten Stapel entschieden habt, für diese rosa Hartscheibe, dann ist das folgende euer Reading. Und wir schauen mal, welche Person oder mit welcher Person du es hier zu tun hast. Und da kam für dich als erstes aus dem Archetypen Orakel die Karte Messiah. Messias, die wollte so in Schräglage heraus.
Das ist relevant bei diesen Karten, ganz am Rande, weil hier einmal, wenn sie richtig herum herauskommen, die Lichtattribute dieses Archetyps im Vordergrund stehen. Wenn sie verkehrt herum herauskommt, dann sind eher die Schattenattribute interessant. Und diese Karte, ja, konnte sich nicht so recht entscheiden. Interessant. Und als zweite Karte kommt hier der Detektiv, der Detective. Und aus dem Krafti-Orakel wollte noch zu uns die Heuschrecke. Tu einen Sprung des Glaubens. So, ich würde sagen, du hast es hier mit einem Menschen zu tun, der an sich schon spirituelle Anteile in sich trägt. Ja, mit dem Messias hier. Diese Karte steht für jemanden, der einerseits sehr interessiert daran ist, anderen Menschen zu helfen, ihnen zu heilen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Im positiven Sinne, wenn dieser Archetyp sich negativ zeigt, dann haben wir es hier mit jemandem zu tun, der meint, dass alle die Last der Welt auf seinen oder ihren Schultern liegt, dass er oder sie die Einzige ist, die eine Situation lösen kann, die die Familie zusammenhält, das Geschäft am Laufen hält, ja, also der sogenannte Messias-Komplex, ja, nach dem Motto, ich bin so wichtig, man kann auf mich nicht verzichten, wenn ich nicht da bin, läuft nichts, etc., so diese Gedankengänge. Ja, also durchaus ein verantwortungsbewusster Mensch, der es vielleicht aber manchmal auch ein bisschen übertreibt, ja, und anderen vielleicht auch nicht so viel zutraut in dem Sinne. Und ja, mit dem Messias ist natürlich auch eine spirituelle Komponente angesprochen. Und gerade weil wir hier auch noch die Heuschrecke haben mit Tu einen Sprung des Glaubens, würde ich sagen, ist dieser Mensch gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Vielleicht verabschiedet man sich hier aus alten Glaubenssystemen und lässt sich auf eine neue Art von Religiosität oder von Spiritualität ein. Oder man war vielleicht bisher eher atheistisch oder agnostisch unterwegs, hat an nichts so richtig geglaubt und ist jetzt gerade dabei, hier so eine Art Gottvertrauen zu entwickeln, ja, ein Vertrauen in die eigene Spiritualität, in die eigene spirituelle Wahrnehmung. Und dieser Mensch ist auch, ganz abgesehen von diesen Energien, auch ein absolut guter Beobachter, jemand, der sehr genau hinschaut, dem Details auffallen an Menschen oder Situationen, die andere schnell übersehen, der auch sehr wahrheitsliebend ist und der hier gerade auf der Suche ist. Also das ist hier etwas, was ich stark wahrnehme. Hier ist jemand auf der Suche nach einem tieferen Sinn im Leben, nach der Wahrheit in einer Beziehung, in einer Situation. Und auch hier haben wir die Intuition, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, also jemand, der vielleicht jetzt auch mehr auf seine Intuition hört als vorher. Ja, also dass man hier auf dem Weg ist, sich so ein bisschen der eigenen Intuition und der Spiritualität zu vertrauen und auch nach Hinweisen sucht, die darauf hindeuten oder nach Bestätigung sucht, was diese Energien angeht. Mit der Heuschrecke kann dieser Mensch ein etwas sprunghaftes Wesen haben. Ja, dass man von außen vielleicht den Eindruck hat, hier springt man von einem Interessengebiet ins nächste oder von einer Partnerschaft in die nächste, von einer Freundschaft, einer Geschäftsidee zur nächsten etc. Ja, so ein bisschen unruhige Energie, aber ich glaube, das hängt in erster Linie damit zusammen, dass man hier, wie gesagt, etwas sucht. Den richtigen Partner, die richtige Partnerin, das richtige Betätigungsfeld, den richtigen Wohnort, ja, vielleicht zieht dieser Mensch oft um oder ist oft umgezogen. Ja, wir haben hier so ein bisschen die Energie des Suchers, des Wanderers, würde ich sagen. Was ist hier noch wichtig zu wissen, liebes Universum? Oh, die 5 der Schwerter. Okay. Also jemand, der auch durchaus einerseits rhetorisch gewandt ist, ja, also jemand, der mit Worten gut umgehen kann, der auch durchaus in der Lage ist, Konflikte auszutragen und ja, eine scharfe Zunge hat. Dum, dum, dum.
Eventuell kann es auch sein, dass dieser Mensch durch einen Konflikt, durch etwas, was hier ausgetragen wurde, ein Streit, ein Kampf, eine Diskussion, in diese Energie hier reingerutscht ist, ja, in diese Energie des, okay, vielleicht muss ich mein, wirklich hier etwas überdenken, meine Weltanschauung überdenken. Vielleicht meine Selbsteinschätzung überdenken, dass ich vielleicht nicht der oder die alleinige Kraft bin, die hier die Welt am Laufen hält, sozusagen, ja. Also vielleicht auch so ein bisschen Burnout kriege ich hier, dass man sich einfach auch zu viel zugemutet hat und jetzt mal wirklich gezwungen wird, zu sehen, dass sich die Welt weiterdreht, auch wenn man selbst nicht so aktiv daran teilnimmt. Sehr, sehr spannende Zeiten für diesen Menschen und auch sicherlich nicht nur angenehm. Nicht nur angenehm. Vielleicht gab es auch zwischen euch, je nachdem wie nah du diesen Menschen stehst, eine Diskussion, einen Streit, den der ihn oder sie wirklich so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Was nicht schlecht sein muss, ne? Also wenn die Messina-Karte vorher umgekehrt lag, ist es vielleicht ganz gut, dass hier mal eine Kraft reinkommt, die uns dazu bringt, unsere festgefahrenen Glaubenssätze hier wirklich mal auf die Probe zu stellen und zu gucken, okay, ist das denn wirklich so, wie ich es glaube? Ja, hier haben wir den Zweifel. Die Unentschiedenheit, keinen Zugang zur eigenen Intuition, zu den eigenen Gefühlen zu haben. Das ist für mich eine Bestätigung. Hier ist man wirklich gerade dabei, etwas neu auszutarieren, etwas neu zu bewerten und dabei weniger auf den Verstand zu hören, als vielmehr neuerdings vielleicht für diesen Menschen auf das Bauchgefühl, auf die Intuition, auf den siebten Sinn. Auch, wie gesagt, Spiritualität wird hier eine Rolle spielen, bin ich mir ziemlich sicher. Dann haben wir das Ass der Stäbe und es liegt auch, es konnte sich auch nicht so richtig entscheiden, ob aufrecht oder auf dem Kopf. Hier ist einiges an Potenzial, ne? Auch mit dieser Karte. Hier kann man wirklich Gutes tun, auch im größeren Stil. Vielleicht ist dieser Mensch auch beruflich irgendwie ein jemand, der anderen Menschen hilft oder für die Allgemeinheit viel tut, vielleicht auch gemeinnützige Arbeiten macht, sich um viele Menschen kümmert oder meint, sich kümmern zu müssen. Und da steckt eine wirklich starke Kraft dahinter mit dem Ass der Stäbe. Oder könnte, ja, vielleicht war dieser Mensch auch quasi im Schattenanteil dieser Karte und entdeckt jetzt, dass er oder sie wirklich hilfreich sein kann für andere, dass man hier etwas bewegen kann, auch etwas Größeres bewegen kann, je nachdem. Wenn es hier um ein Geschäft geht, dass man oder das Feld der Berufung, des Berufs, dann sieht man vielleicht, dass man sehr viel mehr erreichen kann, als man das bisher geglaubt hat. Oder dass eine Beziehung hier sehr viel vielversprechender ist, sehr viel mehr mit der spirituellen Entwicklung im Einklang, als man das bisher gedacht hat. Oder dass hier auch sehr viel mehr Leidenschaft in einer Beziehung schlummert oder eben in einer Geschäftsidee. Ja, also das Ass der Stäbe steht auf jeden Fall für feurige Energie, für Tatkraft, dafür, dass wir etwas in Gang setzen, dass wir unseren Stab in die Hand nehmen und loslegen. Ja, Feuerenergie. Im Gegensatz zu sehr viel Luftenergie, die wir hier haben. Also es kann sein, dass es sich um ein Luftzeichen handelt oder um ein Feuerzeichen oder dass dieser Mensch beide Elemente in seiner Chart hat, in ihrer Chart hat und jetzt das Feuer hier mehr betont werden möchte. Die Tatkraft, die Risikofreude. Und ich denke, dass wird auch geschehen. Ne? Wir haben hier den Detective, also man ist hier wirklich, man schaut sich hier etwas ganz genau an. Ganz genau. Liebes Universum, gibt es hier noch etwas anderes Wichtiges zu wissen? Einen weiteren Hinweis.
wie sich diese Person, diese Beziehung hier entwickeln wird. Zack. Ach, guck mal, die kam bei der anderen auch schon raus. Ah, ja, eine ähnliche Energie, ne? Vielleicht hat man hier einen Misserfolg, eine Niederlage einstecken müssen in irgendeiner Art und Weise, vielleicht auch auf finanzieller Ebene. Und hat daraufhin irgendwie alles in Zweifel gezogen. Vielleicht ist hier auch eine Beziehung, eine andere Beziehung, eine Freundschaft, was auch immer, auseinandergegangen. Oder man fühlt sich hier einfach nicht mehr zugehörig zu einer bestimmten Gruppe von Menschen oder zu einem bestimmten Menschen, zu Geschäftspartnern, zu Freunden, Vereinsmitgliedern, was auch immer. Ja, also diese Karte ist für mich auch immer ein Zeichen dafür, dass wir uns nicht mehr nicht so richtig willkommen fühlen. Vielleicht geht es für einige auch darum, sich hier aus einer Glaubensgemeinschaft zurückzuziehen und etwas Eigenes zu suchen, ja, einen eigenen kreativen Ausdruck von Spiritualität zu suchen. Oder wenn es hier nicht um spirituelle Belange geht, ihr auch einer eigenen Geschäftsidee zu folgen, einer eigenen Vorstellung von Partnerschaft, von Leidenschaft, von Kreativität. Wie wird sich das denn hier zukünftig entwickeln? Ich meine, mit dem Ast der Stäbe haben wir hier schon mal auf jeden Fall eine positive Karte liegen, liebes Universum. Wie geht denn das hier weiter? Wie wird sich das hier... das sind so viele Karten. Das sind so viele Karten. Ich zeige es euch hier. Ach, schon. Sehr schön, da fällt die 9 der Kelche. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Die steht für Zufriedenheit, dafür, dass wir mit uns zufrieden sind, mit unserem Leben, dass wir stolz darauf sind, was wir erreicht haben und dass wir bereit sind, das mit anderen zu teilen. Also die Tendenz hier ist auf jeden Fall positiv. Dieser Mensch wird hier in eine Zufriedenheit kommen. Das kann sich, wie gesagt, mit den Kelchen, wird es sich auf die Gefühlswelt beziehen, ja, dieser Mensch wird wieder zufrieden sein, auch stolz auf sich, eine schöne Karte auch im Gegensatz zu dieser hier, ne, aber man beachte auch, dieser Mensch hier ist allein auf der Karte, das heißt, es kann wirklich gut sein, dass man sich hier aus einer Gruppe löst, aus einer Gruppe von Menschen, dass man sich wieder auf sich selbst konzentriert, vielleicht sich sogar aus einer Partnerschaft löst, Freundschaft etc., und hier wieder sein eigenes Ding macht, auch mit dem Ass der Stäbe. Und im Grunde heißt dieser Mensch andere auch willkommen, auch wenn er hier die Arme verschränkt hat, ja, was ja immer so ein bisschen auch für mich das Zeichen, dass ich lasse andere noch nicht so ganz an mich ran ist, oder ich gebe nicht alles von mir, aber zumindest hat man hier die Beine geöffnet und ist grundsätzlich bereit, hier wieder Menschen an sich heranzulassen. Ja, auch wenn man vielleicht noch nicht voll in diese Energie reingeht oder vielleicht auch etwas vorsichtig ist. Aber grundsätzlich hat man genug Selbstbewusstsein und innere emotionale Stabilität, um hier wieder Menschen willkommen zu heißen im Leben. Und wie gesagt, mit dem Ass der Stäbe ist hier auf Dauer wirklich Leidenschaft und Energie angezeigt. Interessant. Also es könnte hier noch einen Moment dauern. Wie gesagt, vielleicht weißt du von einem Konflikt, den diese Person auszutragen hat, warst vielleicht sogar daran beteiligt etc. Sicher ist jedenfalls, dass hier ein Konflikt, eine Diskussion, ein Streit, wir haben hier viele Schwerter, darum ist das wahrscheinlich eher auf der kommunikativen Ebene passiert, auf der Gedankenebene, da hat sich wirklich etwas getan oder tut sich gerade hier bei diesem Menschen, ja, hier werden wirklich Dinge in Zweifel gezogen und genau untersucht, um hier alte Glaubenssätze, alte Denkmuster verabschieden zu können und nach einer Wahrheit zu suchen, nach einer höheren Wahrheit, ja, vielleicht auch wirklich nach der höheren Wahrheit im Leben. Und das wird gelingen, ja. Das finde ich sehr schön hier mit der 9 der Kelche. Ist eine sehr gute Karte. Und danach wird es auch wieder tatkräftiger weitergehen hier mit dem Ass der Stäbe. Achso, nein, wir nehmen erst die Charms dazu. Oh, da kommt zu
zu dir. Als erstes mal die weiße Rose. Es kann sein, dass es sich hier für viele um einen Freund, eine Freundin handelt. Jemanden, mit dem du im freundschaftlichen Kontakt stehst. Was nicht unbedingt heißt, dass das so bleiben muss mit dem Ast der Stäbe, kann sich hier auch durchaus etwas Leidenschaftliches entwickeln. Aber für viele geht es hier, glaube ich, erstmal um jemanden, mit dem ihr noch nicht, wie soll ich sagen, intim wart, ja, sondern den ihr eher auf platonischer, freundschaftlicher Ebene kennt, vielleicht auch um ein Familienmitglied. So, dann haben wir das Sternzeichen Skorpion. Und wir haben das Sternzeichen Jungfrau schon wieder. Ja, die Jungfrau passt natürlich wunderbar hier zum Detektiv. Ja, sie ist sehr analytisch, sie schaut sehr genau hin, ist sehr kritisch. Und der Skorpion ist wiederum verbunden für mich auch mit in die Tiefe gehen, sich etwas wirklich von Grund auf anzuschauen. Und er ist auch sehr leidenschaftlich. Also vielleicht vermisst diese Person auch diese Art von Leidenschaft, von tiefen Gefühlen in ihrem Leben und möchte jetzt halt tiefer gehen, ja, also tiefer eintauchen in eine Beziehung, in einen Beruf, um was auch immer es hier geht. Sehr, sehr interessant. Dann haben wir hier noch das Mandala. Da geht es um, ja, die schönen Künste für mich auch, also Kreativität. Dieser Mensch ist, glaube ich, auch sehr kreativ, auch gerade mit dem Ast der Stäbe und den Kelchen hier. Was nicht heißen soll, dass auch Schwerter, Schwertenergie, Gedanken und Kommunikation sehr kreativ sein können. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, man ist hier gerade auch dabei, sich wieder ein bisschen auf die... Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, ne? Aber das Mandala ist halt auch eine sehr spirituelle Energie. Also man ist hier, glaube ich, schon wirklich zum Großteil der Fälle wirklich auch mit Spiritualität und Selbstfindung beschäftigt. Dann haben wir eine Muschel. Ja, man möchte auch eine Muschel knacken, ne? Hier ein Geheimnis offenbaren, hinter das Offensichtliche schauen, auch mit dem Skorpion hier und dem Detektiv, ja, also man passt auch farblich sehr schön. Man sucht hier, man sucht, man sucht. Dann haben wir, oh, und man wird es finden. Das hier ist für mich so ein bisschen Schütze-Energie, es sieht für mich persönlich aus wie ein Ziel, ja, in das man einen Pfeil schießt zum Beispiel. Und ist für mich eine schöne Bestätigung dafür, dass man hier das, was man sucht, die Wahrheit, die Antworten, die Erkenntnis auch finden wird. Ja, auch zusätzlich zu diesen beiden Karten nochmal. Dann haben wir Buchstaben für dich, und zwar ganze zwei. Das ist übersichtlich. Wir haben einmal das B und einmal das M. Ja, M, Messiah, Messiah, Messias. Und das B, das können Anfangsbuchstaben sein von dieser Person, es können Abkürzungen sein, Orte, Geistführer etc. Vielleicht haben diese Buchstaben auch für dich persönlich eine Bedeutung. Auch das ist möglich. Und wir haben hier Würfel, und zwar zweimal die 5, zweimal den Hierophanten. Wir sind in einem 5er-Jahr, also es ist wirklich gut möglich, dass dieses Jahr für diesen Menschen besonders wichtig ist, ja, dass hier etwas passiert. Mehrere Dinge passieren, die wirklich eine Veränderung in der Persönlichkeit hervorrufen. Und ja, mit der 5 sind wir auch im 5. Haus. Also es geht hier vielleicht wirklich um Freunde, um den Wechsel im Freundeskreis, in der Familie, ja, dass man irgendwie neue Menschen hineinlässt ins Leben und alte verabschiedet etc. Und auch, dass hier wieder mehr... Dass man wieder mehr, ja, Lebensfreude auch reinlässt ins Leben mit den Neuen der Kelchen und dem Ass hier. Wieder Leidenschaft und Freude mehr zulässt und nicht so sehr diese Verantwortung, die auch mit dieser Karte einhergeht. Ja. Und wir haben noch die 4. Das ist der Herrscher, Stabilität. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass sich diese Energien, ähnlich auch wie beim anderen Stapel, jetzt wieder etwas stabilisieren können in nächster Zeit. Ja, also dass diese Karte, die hier so ja unentschieden rumliegt, sich wieder stabilisieren kann. Ja, ansonsten haben wir Krebs, 4. Haus. Familie kann ein Thema sein, Herkunft kann ein Thema sein,
althergebrachte Glaubenssätze können ein Thema sein, alte Vorstellungen von Spiritualität, Glauben etc. Auch von wie Familie aussieht, wie Partnerschaft aussieht, kann ja eine Rolle spielen. Ihr Lieben, was könnt ihr denn jetzt tun in dieser Situation? Wie geht ihr am besten mit diesem Menschen um oder mit dieser Situation hier? Liebe geistige Welt, liebes Team, was sollte hier passieren? Was können die Menschen in dieser Gruppe jetzt am besten tun? Was ist hier der Ratschlag? Und da kommen zu dir zwei Karten. Und zwar als erstes der Sommer. Bask in Joy and Light. Sehr schön. Und ich nehme die zweite mal direkt dazu. Der Feuerengel oder der Hüter des Feuers. Ignite your passion. Okay, also das Beste, was du tun kannst, um diese Situation zu unterstützen, auch diesen Menschen durchaus, aber auch um deine eigene Bestimmung, deinen eigenen Weg weiter zu folgen, ist hier wirklich Licht und Liebe, Spaß und Leidenschaft groß zu schreiben in deinem eigenen Leben, also dein eigenes Ass der Stäbe hier, wie soll ich sagen, anzufeuern, in die Hand zu nehmen. Sehen das hier unten auch sehr schön, ne? Mit dieser Feuerkugel. Oder naja, roten Kugel, wie auch immer, mit dem Feuersymbol. Ja, also deine eigene Lebensfreude hier groß zu schreiben, dich auch von dieser Energie dieser Person, die vielleicht gerade schwierig ist, nicht herunterzuziehen. Und da haben wir die Kirchenglocken. Sondern hier wirklich auf deine eigene Freude und dein eigenes Licht zu vertrauen, das auch zu genießen, diesen Sommer zu genießen. Und ich weiß, er ist nicht unbedingt das, was wir uns unter einem perfekten Sommer vorstellen, aber wenn das Wetter, bitte genieße deine freie Zeit, gehe viel raus, bade wirklich in Licht, ja, also Sonnenlicht, Sonnenschein ist hier besonders wichtig für dich. Und Lebensfreude. Damit kannst du diesen Menschen hier vielleicht auch anstecken, ja. Also wichtig nochmal, wirklich, lass dich hier nicht runterziehen, falls dieser Mensch gerade so ein bisschen in einer niedrigeren Schwingung ist, weil er oder sie das hier verdaut. Auf der anderen Seite solltest du die Chance haben, mit diesem Menschen hier Spaß zu haben und Leidenschaft zu leben. Also sei das auf körperlicher Ebene oder im übertragenen Sinne. Ja, hier eine Leidenschaft zu entfachen für ein Hobby, einen Beruf, eine Aktivität, dann tu das bitte, ja. Also hier wirklich für dich Feuerenergie im Moment besonders wichtig. Vielleicht bist du selbst auch ein Feuerzeichen. Apropos Zeichen, ja, wir hatten hier, ne, Erdenergie, Wasserenergie. Ja, zwei Schwertkarten, also Luftenergie ist auch drin, Waage, Wassermann, Zwilling. Passt auch so ein bisschen hier zu dieser Messias-Karte, finde ich, ne? Dieses etwas Unentschiedene. Ja, Feuerzeichen, ne? Löwe, Widder, Schütze, mein Gott. Ja, Schütze hatten wir ja auch schon mal. Nochmal so als vielleicht Bestätigung, die der eine oder andere braucht. Ja, bist du ein Feuerzeichen oder fühlst dich im Moment sehr feurig, dann folge dieser Energie, ja? Lass dich hier nicht negativ beeinflussen. Im Gegenteil, versuche, diesen Menschen hier mitzureißen, falls das nötig ist. Ja, auch wenn du hier eine neue Idee hast, Geschäftsidee, eine Idee für eine Partnerschaft, für eine Freundschaft, für ein Hobby, ja, lass diesen Menschen das wissen. Also es ist durchaus möglich, dass du hier positiven Einfluss reinbringen kannst. Vielleicht bist du das Ass der Stäbe hier. Ihr Lieben, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, falls euch diese Art von Reading gefallen hat. Dann weiß ich, dass wir das nochmal wiederholen, auf diese oder andere Art. Ich wünsche euch erstmal noch ein wunderbares Wochenende oder einen wunderbaren Tag, je nachdem, wann du das Video schaust. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns zum nächsten Portaltag am 20. Juli wiedersehen oder zum nächsten Wochenorakel. Bis dahin, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen. Ciao! Hallo ihr Lieben, wenn ihr euch für Stapel 3 und diese gelbe Hartscheibe entschieden habt, dann ist das folgende eure Botschaft. Und da kommt als erstes mal aus dem Archetypen-Orakel für euch die Karte
verwundetes Kind auf dem Kopf. Dann als zweite Karte die Damselkarte, das Fräulein oder die Jungfrau richtig herum. Und aus dem Orakel der Krafttiere kommt hier noch der Wal dazu. Vertraue dem großen Mysterium. So, du hast es hier mit einem Menschen zu tun, der oder die sich bewusst darüber ist, dass es hier Wunden aus der Kindheit gibt. Das ist die gute Nachricht. Die etwas herausfordernde Energie, die hier auch drin steckt, ist, da diese Karte auf dem Kopf herum rausgekommen ist, dass dieser Mensch noch nicht wirklich vergeben hat, ja, dass hier wirklich noch alte Wunden ja sozusagen offen sind. Und ja, die gute Nachricht ist, dieser Mensch hat das erkannt, das ist viel wert. Jetzt wäre es aber an der Zeit, die Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben. Denn mir scheint es so, dass dieser Mensch bewusst oder vielleicht auch unbewusst die Verantwortung für misslungene Beziehungen immer noch ein bisschen wegschiebt von sich. Also die nicht die Verantwortung dafür übernimmt, wie er oder sie Beziehungen im Hier und Jetzt gestaltet. Ja, dass man da immer noch oder oftmals die Schuld beim anderen sucht, beim Partner, beim Geschäftspartner, beim Freund, beim Familienmitglied. Je nachdem, um welche Beziehung es sich hier handelt. Es kann sein, dass es sich hier für viele um eine romantische Beziehung handelt, denn wir haben ja das Fräulein. Und ja, das Fräulein im Lichtattribut, sie ist hier aufrecht gefallen, darum ist diese Bedeutung hier oben für uns am wichtigsten. Bedeutet, dass wir verstanden haben, dass eine gute Beziehung, eine gute romantische Beziehung, eine gesunde romantische Beziehung uns heilen kann. Dass wir aber auch unseren Teil dazu beitragen sollten, müssen, können. Dun, 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 dun. Ja, und dass wir nicht abhängig davon sind, ja, dass wir von anderen geliebt werden, dass wir einen Partner haben. Also es ist gut möglich, dass dieser Mensch schon mehrere Beziehungen hatte, mehrere Geschäftspartner hatte und sich hier immer wieder aus Beziehungen, aus Verbindungen jeglicher Art verabschiedet, wenn er oder sie das Gefühl hat, dass diese Beziehung, dass worum auch immer es hier geht, sich nicht in ihrem oder seinem Sinne entwickelt, ja. Die Jungfrau ist auch so ein bisschen, wartet so ein bisschen auf den Ritter, die Ritterin, die hier kommt und ihn oder sie rettet. Ja, das ist so ein bisschen die Schattenseite dieser Karte und ich nehme sie mit rein, weil das verwundete Kind hier auf dem Kopf liegt. Und daher ist es möglich, dass man hier vielleicht auch dich oder einen Beruf oder einen Geschäftspartner oder einen Freund, eine Freundin sucht, der hier den Retter, die Retterin spielt. Das kann sich auch umkehren für mich, ja, dass dieser Mensch hier selbst immer den Retter, die Retterin spielen muss, um das Gefühl zu haben, geliebt zu werden, ja, etwas wert zu sein, nach dem Motto, wenn ich ihm oder ihr jetzt hier nicht den Ritter, die Ritterin gebe auf dem weißen Ross, warum sollte er oder sie sich für mich interessieren, mit mir zusammenarbeiten, etc. Auch das ist durchaus möglich. Und ja, aber dieser Mensch weiß schon, hat schon mit dem Wal hier, ist durchaus in der Lage, in die Tiefe zu gehen. Es würde mich nicht wundern, wenn hier nachher auch noch die Skorpion-Energie irgendwie mit reinkommt. Also man kann wirklich tief tauchen, ja, auch in die eigenen Abgründe. Das ist eine sehr gute Eigenschaft. Jetzt wäre halt noch die Herausforderung, auch wieder aufzutauchen. Wir schauen mal, was das Tarot hier noch zu sagen hat. Ja, auch das Vertrauen, ne? Das Vertrauen ins Leben, in die eigenen Fähigkeiten, in die eigene Heilung darf hier wieder auftauchen sozusagen. Ja, schau mal an, da kommt schon die 2 der Kelche. Es kann gut sein, dass es hier wirklich um enge Beziehungen geht, also enge emotionale Beziehungen.
Manchmal auch Seelenpartner, das können romantische Seelenpartner sein, das können aber auch Freunde sein, Geschäftspartner, Menschen, denen wir begegnen, ja. Aber schon ist es hier für euch beide, glaube ich, eine wichtige Beziehung. Die zwei der Kelche. Ja, wie gesagt, durchaus auch romantischer Natur. Liebes Universum. Was kannst du uns noch sagen? Da kommt die Gerechtigkeit, das Gericht, Entschuldigung, auf dem Kopf. Ja, man fühlt sich ungerecht behandelt. Du, diese Person, vielleicht ihr beide. Vielleicht, weil ihr euch gegenseitig, weil ihr das Gefühl habt, der andere hat euch schlecht behandelt, ungerecht behandelt, also der jeweils andere. Oder es sind äußere Umstände, die ihr als ungerecht empfindet oder die diese Person als ungerecht empfindet. Und es kann gut sein, dass diese Person eben, ne, durch das, was ich eben gesagt habe, das Gefühl hat, so, ja, ich habe so viel durchgemacht, ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht oder diese eine schlechte Erfahrung. Man kann das irgendwie nicht so richtig loslassen. Es wäre sehr viel schöner gewesen, wenn diese Karte, richtig herumgefallen wäre. Aber sie ist da. Das heißt, bedeutet für mich auch immer, diese Energie kann, diese Karte kann sich umdrehen, aber das hat sie im Moment noch nicht getan. Liebes Universum, wird diese Karte sich denn umdrehen? Kann hier ein Schatz gehoben werden, eine, ja, Erlösung stattfinden in diesem Sinne? Kann hier ein Schatz gehoben werden? Liebes Universum, liebes geistige Team ist hier. Was ist hier noch wichtig zu wissen? Was ist hier wichtig zu wissen? Ja. Oh, das sind zu viele Karten. Das sind zu viele Karten. Ja, die Königin der Stäbe haben wir gerade gesehen. Vielleicht bist du ein Feuerzeichen. Oder dieser Mensch ist ein Feuerzeichen. Kann, muss nicht. Das Universum. Was ist hier noch wichtig zu wissen? Und da kommt die 5 der Stäbe. Ja, es geht hier auf jeden Fall um eine Auseinandersetzung. Vielleicht auch darum, dass man sich selbst behaupten muss. Und dass dieser Mensch gerade nicht in der Energie ist, das zu tun, sondern vielmehr möchte, dass jemand anderes für ihn oder sie kämpft. Vielleicht auch Angst davor hat hier vor Auseinandersetzungen, weil man glaubt, dass man verlieren würde. Liebes Universum, bitte. Erzähl uns doch diese Geschichte bitte noch. Oder mach sie etwas klarer. Was ist denn hier in Zukunft zu erwarten? Wie entwickelt sich dieser Mensch in diese Situation? Ja, es kann mit Geduld einhergehen, ich sag's ganz ehrlich, ne? Wir haben ja auch eine große Arcana-Karte liegen auf dem Kopf. Das sind immer wirklich signifikante, einschneidende, wichtige Energien. Und um die zu bearbeiten, brauchen wir eine gewisse Zeit. Ja, schau an. So, da haben wir die 9 der Stäbe auf dem Kopf, ja. Man fühlt sich angegriffen, man hat auch schon einiges mitgemacht. Also es ist wirklich, ich möchte hier die Verletzungen, die dieser Mensch erfahren hat, nicht runterspielen, ja. Gerade auch mit dieser Karte. Da hat man schon einiges eingesteckt, ja. Man hat hier eine Kopfbinde. Auch ansonsten ist dieser Mensch so recht kräftig gebaut. Das heißt, man hat hier schon einige Auseinandersetzungen in seinem Leben hinter sich gebracht. Gar keine Frage. Und das hat dazu geführt, dass man sich halt hier wirklich vielleicht ständig schützen muss oder das Gefühl hat, sich schützen zu müssen. Ja, und dass man sich wünscht, dass hier jemand kommt, um ihn oder sie hier aus dieser Situation herauszuholen. Aber sie ist aus dem Kopf gefallen. Für mich bedeutet das in diesem Fall,
dass diese Energie jetzt auch rausgehen darf. Und mit dem Ass der Münzen, sehr interessant übrigens, im anderen Orakel gerade kam das Ass der Stäbe. Hier haben wir das Ass der Münzen, kommt hier auf jeden Fall die Chance für diese Menschen, hier wirklich weiterzumachen. Einerseits auf einer neuen Ebene weiterzumachen. Vielleicht auch die Chance, dass man hier jemand anderem die Hand reicht. Ja, also Vergebung ist das Thema dieses verwundeten Kindes hier, ja. Man müsste vergeben, man müsste Verantwortung übernehmen, um weitermachen zu können. Das Ass der Münzen ist auf jeden Fall eine Chance und eine sehr weltliche Chance, ja. Es kann hier tatsächlich auch um finanzielle Angebote gehen, finanzielle Offerten, die es vielleicht ermöglichen, hier aus dieser Energie herauszugehen, aus dieser Energie, ich werde immer ungerecht behandelt, das Leben ist schlecht oder gemein zu mir, etc. Im anderen Stapel war es auch so, dass ich dachte, okay, vielleicht ist auch der Mensch, der hier zusieht, also du, das Ass der Stäbe oder in diesem Fall das Ass der Münzen, ist aber hier auf jeden Fall ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ja, also bitte gehe nicht zu sehr in diese Retterin-Energie rein. Und es kann sein, dass dieser Mensch dich sehr stark, vielleicht auch unbewusst oder bewusst, in die Rolle der Retterin des Retters drängen möchte, schieben möchte, ja. Und sei da bitte ein bisschen vorsichtig. Also, du darfst hier durchaus unterstützen, aber du bist nicht der oder diejenige, die dieses verwundete Kind heilen kann. Du kannst dabei ein bisschen helfen, aber die Hauptarbeit liegt hier bei diesem Menschen. Und das muss er oder sie wirklich verstehen und auch bewältigen. Ja, die Energie der Vergebung muss hier aus ihm oder ihr herauskommen und damit halt auch das Erkennen, dass man mittlerweile ein erwachsener Mensch ist und diese Situation hinter sich gelassen hat. Und heute anders handeln kann als die eigenen Eltern, als der Ex-Partner, als der Ex-Geschäftspartner, das Familienmitglied, worum immer es hier gehen mag. Und es sieht so aus mit dem Ass der Münzen, dass dieser Mensch diese Chance hier bekommt. Ja, also auf wirklich ganz praktischer Ebene die Chance bekommt, hier das verwundete Kind zu heilen. Zumindest ein Stück weit, vielleicht auch vollständig, je nachdem, wo dieser Mensch sich auf seiner oder ihrer Reise befindet. Wir nehmen jetzt mal ein paar Charms dazu. Da fällt schon mal ein Würfel heraus, die 5. Ha, ja, ja, wir leben in einem 5er-Jahr momentan. Das ist der Hierophant. Interessant. Also gut möglich, dass dieses Jahr besonders entscheidend ist für diesen Menschen. Ansonsten hätten wir natürlich auch noch das 5. Haus, wieder mal. Interessant auch, da geht es um, und nochmal die 5, okay. Freunde, Gemeinschaft, Vergnügen und Kreativität ist hier so ein bisschen das Thema. Wie gesagt, doppelte 5, auch das, es kann wirklich sein, dass sich dieses Jahr diese Situation so ein bisschen zuspitzt und dieser Mensch auch merkt, okay, ich kann so nicht weitermachen. Ich möchte erfüllte Beziehungen leben, auch erfüllte Geschäftsbeziehungen, Freundschaften. Aber wenn ich immer wieder in diese Energie hineinkomme des verletzten Kindes, kann ich mich nicht, kann ich keine gleichberechtigte Beziehung führen mit irgendwem auf Augenhöhe. Ja, weil ich immer wieder in diesen Kindmodus hineinrutsche und den anderen dann quasi dem anderen die Verantwortung dafür gebe, wie eine Beziehung verläuft. Ja, und das funktioniert auf Dauer nicht. Wir machen mal weiter mit den Würfeln. Hier haben wir die 2, die Hohe Priesterin. Anbindung nach oben ist hier für mich wichtig. Auch dieses Rauskommen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken, was verwundete Kinder auch oft haben, ja. Also entweder ist jemand gut oder jemand ist böse oder etwas ist gut oder ist böse. Man kann mit Grautönen nicht so richtig umgehen, weil einem da das verunsichert einen, ja, auf eine Art und Weise.
So, das zweite Haus ist hier aber auch für mich nochmal verbunden mit ja, sozialem Status. Das hatte ich gerade schon mal angedeutet. Ja, dieser Kindmodus im Gegensatz zum Erwachsenenmodus, der hier eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite geht es aber auch um, ja, wie verdiene ich Geld? Ja, wie bestreite ich meinen Lebensunterhalt? Auch mit dem Ass der Münzen kann es sein, dass dieser Mensch vielleicht bisher auch finanziell nicht so erfolgreich war oder erfolgreich war, aber das selbst nicht wahrgenommen hat oder nicht so erfolgreich war oder ist, wie er oder sie gerne wäre. Ja, und dass man auf dieser Ebene dieses verwundete Kind hat, ja, dass man nicht so richtig das Gefühl hat, für sich selbst sorgen zu können auf finanzieller Ebene. Und das könnte sich hier wirklich ändern mit dem Ass der Münzen. Das wäre schön, und dass man halt auch nicht von anderen erwartet, dass sie einen retten oder finanziell unterstützen, sondern das aus eigener Kraft hier schafft. Und das gibt dann wirklich großes Selbstbewusstsein. So, wir haben hier ein Sternzeichen liegen, und zwar den Krebs. Ach, schau an, da habe ich mich mit reingelegt. Dieser Mensch könnte ein Wasserzeichen sein, ein Krebsgeborener, Verzeihung, oder ist eben gerade in dieser Energie. Und da beschäftigt man sich auf jeden Fall auch mit seiner Kindheit, ja, mit seiner Herkunft, eventuell eben auch mit alten Wunden. Und es ist vielleicht nicht schlecht, wenn dieser Mensch nochmal dahin geht und sich das anschaut, aber nicht, um in diesem Gefühl hängen zu bleiben, sondern um es wirklich zu überwinden. Oh, sehr schön. Wir haben ja auch die Eule liegen mit der Weisheit. Also gut möglich, dass hier wirklich der Schritt zur größeren Weisheit, genommen wird, ja. Die Eule kann auch in alle Richtungen schauen und eine Situation aus allen Richtungen beurteilen. Daran liegt auch ihre Weisheit. Sehr schön, also dass man hier vielleicht auch andere Perspektiven einnehmen kann von anderen Menschen, von Partnern, Geschäftspartnern, aber auch vielleicht von früheren Geschwistern, Eltern, je nachdem, um was es hier geht. Und dadurch einiges klarer wird. Dann haben wir den Seestern hier. Sehr schön. Der steht immer für Erfolg durchaus, ja, wie der Stern im Tarot. Steht auch dafür, dass dieser Mensch hier ein gutes Gefühl hat für Ästhetik, für das Schöne im Leben. Ja, also, dass dieses innere Kind natürlich auch positive Seiten hat, ja. Also man kann hier, ist, glaube ich, in der Lage, Schönes zu erschaffen, ja. Also eine Art von Kreativität, die sehr viel mit Ästhetik zu tun hat. Dann haben wir hier die Kopfhörer. Ja, Musik kann hier ein Thema sein in dieser Beziehung. Vielleicht geht es um Musikbusiness, vielleicht geht es um auch darum, sich hier zurückzuziehen. Ja, dass dieser Mensch sich auch immer wieder zurückzieht. Ja, weil man sich hier Dinge nicht gewachsen fühlt, sich angegriffen fühlt, etc. Auch das kann sein. Und ich würde sagen, ähnlich wie im anderen Stapel auch, dann lass diesen Menschen. Wir fragen auch gleich nochmal nach genaueren Hinweisen, was du jetzt tun kannst, um mit diesem Menschen umzugehen in dieser Situation. Ich würde sagen, mit den Kopfhörern, lass ihn oder ihr ihren Raum, sich zurückzuziehen hier, um vielleicht auch nochmal hier einzutauchen und diese Thematik besser zu verarbeiten. Dann habe ich noch einige Buchstaben für euch. Und zwar einmal das Q, das W, das H, das Z, ein D, ein O und ein M. Das können Anfangsbuchstaben sein von den Menschen, die hier involviert sind. Das können Abkürzungen sein, etc. Dom sehe ich hier gerade. Mehr fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein. Vielen Dank auch nochmal an alle, die hier kommentieren zu den Buchstaben. Zum einen habe ich letztes Mal sehr gelacht. Zum anderen ist das hilfreich auch für andere, glaube ich. Ich freue mich immer sehr. Vielen Dank dafür. So. Liebes Universum, was kann denn die Gruppe von Menschen, die hier zuschaut, jetzt tun? Was wäre die beste Vorgehensweise für diese Menschen selbst und für den Menschen, um den es hier geht? Wie kann man das jetzt hier bestmöglich handeln?
Wie kann man damit umgehen? Liebe geistige Welt, liebes spirituelle Team. Das ging ja relativ fix. Liebes Universum, können wir da vielleicht noch mal ein bisschen spezifizieren? Geht das vielleicht? Ein, zwei Botschaften weniger wären ganz gut. Nein. Okay. Sollen wir sie tatsächlich alle nehmen? Ja, okay. Okay, da bin ich auf eure Mitarbeit angewiesen. Du darfst dir hier gerne ein oder zwei Karten raussuchen, die vielleicht besonders wichtig für dich sind. Ja, also um hier spezifische Hinweise zu erhalten, die für dich wichtig sind. Ich werde sie alle aufdecken. Es kann aber sein, dass bei so vielen Karten auch die Botschaft ein bisschen schwierig ist, ja. Also ich beginne jetzt gleich mit dieser Karte hier und gehe so die Reihe durch. Da kommt als erstes hier als Rat, was zu tun ist. Der Wasserengel oder die Hüterin des Wassers. Connect with your emotions. Verbinde dich mit deinen Emotionen. Vertraue auf deine Intuition, dein Bauchgefühl. Was sagt dir dein Herz? Was sagen dir deine Emotionen zu dieser Beziehung? Ja, das kann ich gut verstehen. Hier ist viel Feingefühl gefragt, auch mit dem Krebs hier. Da musst du echt ein bisschen gucken, wie du mit diesen Menschen umgehst. Wir machen mal weiter. Was kommt hier noch? Der Hohepriester, Intent and Create. Nochmal auch Hinweis, ne, auf deine Intuition, auf dein Schöpfertum aber auch. Also bitte stopp hier nicht dein Leben oder mach hier eine Pause, sondern mach bitte weiter. Mach bitte weiter damit, gute Intentionen zu setzen und zu kreieren. Also diese Karte sagt auch, dass wir uns sehr bewusst darüber sein dürfen. Wir haben hier oben auch die Merkaba, dass wir Schöpfer unserer Welt sind, unseres Lebens, ja, und dass du bitte hier für mich, kommt hier so, bitte mach keine Pause, ja, also bitte lass diesen Menschen das prozessieren, das durchmachen, das verarbeiten, das bearbeiten, was er oder sie hier zu tun hat, aber bitte lass dich davon nicht bremsen, egal ob es jetzt hier um eine romantische Beziehung geht oder um einen Geschäftspartner oder, ja, also du bist hier auf jeden Fall. Sei weiter aktiv, ja. Okay, dann als dritte Karte kommt der Schutzengel für mich, ja. Ein Engel, der dich beschützen möchte. Drop your shields. Zeig dich diesen Menschen vielleicht auch verwundbar. Das könnte natürlich, ja, eine schöne Idee. Danke, liebe geistige Welt. Das kann ein Gegengift sein gegen diese vielleicht Energie, die dich hier so ein bisschen als Retter, Retterin darstellen möchte, dem kannst du entgegenwirken, indem du zeigst, hey, ich bin auch verletzt, ich wurde auch verletzt, ich habe auch meine Probleme, ich bin auch nicht unverwundbar, im Gegenteil, ja, also wir sitzen irgendwie auch alle im selben Boot, ja, damit kann dann dieses Ungleichgewicht, was hier vielleicht manchmal herrscht aus Sicht dieser Person, ausgeglichen werden. Sehr interessant. Also du darfst dich hier auf jeden Fall auch verletzlich zeigen. Deine eigenen Schutzmauern so ein bisschen runterfahren. Wir neigen ja auch dazu, manchmal so zu tun, als wäre alles tutti und super. Dabei ist es das nicht. Und es wäre für diesen Menschen auf jeden Fall wichtig zu sehen, dass auch du hier ein Schild hast manchmal, mit dem du dich schützt. Und das hast du ja nicht umsonst. Ja, also du hast hier selbst Themen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und es wäre sehr hilfreich in dieser Beziehung hier, das auch zu zeigen. So, dann haben wir hier den Mirror Guardian. Ja, also überhaupt sehr viel Schutz hier über dieser Beziehung. Sowohl bei dir als auch bei ihm oder ihr. Take time to reflect. Ja, das ist eine Karte, die mir sagt, dass es ja auch kein Zufall ist, dass du auf diesen Menschen getroffen bist oder auf diesen Menschen treffen wirst, ja. Er oder sie möchte dir hier etwas zeigen. Vielleicht eigene verletzte Anteile, die sich hier spiegeln. Dein eigener Umgang mit romantischen Beziehungen. Wir haben ja auch, wie gesagt, die zwei in der Kelche, ne. Wenn wir das als Seelengefährtenkarte nehmen, dann sind wir immer
oder wird in diesen Beziehungen dieser Spiegeleffekt verstärkt? Ja, also wir nehmen es besonders stark wahr und auch dieser Mensch hier kann dir etwas zeigen über dich selbst. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, ja, je nachdem, in welchem Anteil du dich hier am meisten wiederfindest. Vielleicht auch diese Vorstellung, dass nur eine intakte Partnerschaft dich heilen kann, dass du jemand anderen brauchst, der dich heilt. Die Vorstellung, wie gesagt, auch ein Ritter, eine Ritterin zu sein, jemanden retten zu müssen, kann hier Thema sein, um nur einige zu nennen. Interessant. Und als letzte Karte haben wir hier den, meine Güte, noch einen Engel, den Medizinwächter der Heilung, der Medizin, für mich auch sehr Raphael-lastig hier, dieser Kollege. Be open to healing informations. Also auch du kannst hier in diesem Prozess heilen. Das finde ich sehr schön. Passt auch sehr schön hier zum Mirror Guardian, ja. Also. Vielleicht bist du auch jemand, der immer stark wirken muss oder möchte nach außen, ja. Und du bist doch, glaube ich, hier emotional sehr, sehr stark und du hast hier die Fähigkeit, wirklich Dinge in Bewegung zu setzen, dich selbst zu heilen, andere zu heilen, Neues zu kreieren. Starke kreative Energie hier auf jeden Fall, auch starke spirituelle Energie natürlich mit dem Hohenpriester. Lass dich nicht irritieren, wenn du eine Frau bist, ja, es sind hier Energien. Ja, vielleicht hat dich diese Beziehung hier auch so ein bisschen wachgerüttelt, mit deinen eigenen Themen nochmal konfrontiert. Und du bist jetzt hier auf jeden Fall auch in einem starken, starken Heilungsprozess. Das finde ich sehr, sehr schön. Das finde ich sehr, sehr schön. Und mit dem Ass der Münzen, ich glaube, die betrifft auch dich. Ja, dass du hier wirklich mindestens eine wichtige Erkenntnis rausnehmen kannst aus dieser Beziehung. Und dass dich das hier nochmal stärker, wie gesagt, in deinen eigenen Heilungsprozess geschubst hat oder dich bestärkt hat, diesen Weg zu gehen. Sehr interessant. Und für diejenigen, die hier wirklich mit Engeln in Kontakt stehen oder sich zu Engelenergien hingezogen fühlen, sprecht mit euren Engeln, ja, bitte um Unterstützung, um Klarheit, um Heilung etc. Dann wird sie zu dir kommen. Auch wenn du dich damit bisher noch nicht beschäftigt hast. Du kannst dir Engel entweder als wirklich hier bildlich vorstellen, du kannst Engel aber auch als Energie wahrnehmen, die du jederzeit um Hilfe bitten kannst, die du zu dir einladen kannst. Das wäre hier sehr wichtig. Also vielleicht geht es für dich auch um Heilung, aber auch nochmal um das Vertrauen in die geistige Welt, um spirituelle Energien, die hier zu dir möchten. Ja, und ich fasse es nochmal kurz zusammen, weil es so viel war. Ja, bitte, lass dich hier einerseits nicht bremsen oder herunterziehen. Lass auf der anderen Seite hier aber auch durchblicken, dass auch du ein verletztes inneres Kind in dir trägst. Ja, dass dieser Mensch einerseits nicht alleine ist, dass aber auch andererseits auch eben andere Menschen auch ein Päckchen zu tragen haben. Und sei dir bewusst, dass dieser Mensch diese Situation dir etwas zeigen möchte. Hier möchte etwas geheilt werden, ein inneres Kind in dir vielleicht. Was nochmal Heilung erfahren möchte. Und mit dem Wahl und das Vertrauen in das Mysterium, das gilt für euch beide, glaube ich, ja. Das Vertrauen darauf, dass sich euer Weg als sinnvoll erweisen wird, euer individueller Weg, aber auch eure Beziehungswege. Ihr Lieben, ich hoffe, das konnte euch weiterhelfen. Das war eine ausführliche Botschaft. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, dann weiß ich, dass dieses Format euch gefallen hat. Lasst mir natürlich auch gerne einen Kommentar da, ob ihr hier in Resonanz wart. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein und würde mich auch freuen, wenn wir uns wiedersehen zum nächsten Wochenorakel oder zum nächsten Portaltag-Orakel. Bis dahin, ihr Lieben, macht es gut. Ciao. Ihr Lieben, wenn ihr euch für den vierten Stapel entschieden habt und diese wunderbare grüne Scheibe oder blau-grün, müsste man eigentlich sagen, dann ist die Person, mit der du es zu tun hast, folgendermaßen gestrickt. Da haben wir als erste Karte den Liberator, den Befreier, könnte man sagen, die Befreierin.
Dann als zweite Karte haben wir hier den Networker, den Netzwerker, die Netzwerkerin. Und last but not least, aus dem Krafttier-Orakel kommt der Kanarienvogel. Sing dein eigenes Lied. So, hier bekomme ich starke Geschäftspartner-Vibes rein. Muss nicht so sein, ist für mich aber so ein bisschen vorherrschend hier. Wir nehmen aber gleich nochmal das Tarot dazu und natürlich auch die Charms. Also schalt nicht gleich weg, wenn es sich hier vielleicht um ein Date handelt, dann ist dieser Mensch sehr, oder um einen möglichen Partner, dann ist dieser Mensch auf jeden Fall sehr freiheitsliebend und auch sehr, wie soll ich sagen, sehr verstrickt in sein berufliches Umfeld, in seinen Beruf, sehr engagiert, würde ich sagen, sehr busy. Und es kann gut sein mit dem Kanarienvogel, dass es sich hier um das Musik, Klang, Stimme hier irgendeine Rolle spielt in dieser Beziehung, dass ihr verbunden seid durch Musik oder dass dieser Mensch oder du oder ihr beide irgendwie im Musikbereich arbeitet. Oder vielleicht seid ihr auch zusammen in einem Chor, in einer Band etc. Ja, also vielleicht fragst du hier auch noch jemanden, wie gesagt, aus einem Verein, aus einer Gruppe von Menschen etc. So, dieser Mensch ist auf jeden Fall jemand, der dir helfen kann, dich zu befreien und der auch andere Menschen befreien kann. Ja, freeing yourself and others from outmoded beliefs. Also alte Gedankenmuster, alte Glaubensmuster sind mit diesem Menschen zu durchbrechen. Ja, er oder sie hilft anderen und auch sich selbst auf irgendeine Art und Weise alte Verhaltensmuster, alte Denkmuster hinter sich zu lassen. Vielleicht fragst du hier tatsächlich auch nach einem Berater, nach einem Therapeuten, nach einer Therapeutin. Ja, etwas, jemand, der dir da weiterhilft. Und dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Karte, weil sie sagt, du bist hier mit dem richtigen Menschen in Kontakt. Also er oder sie kann dir tatsächlich helfen, hier etwas Altes, was für dich nicht mehr passend ist, nicht mehr stimmig ist, hinter dir zu lassen. Dieser Mensch, wie gesagt, ist sehr sozial eingestellt. Er kann oder sie kann sehr gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten, andere Menschen verbinden, ist, glaube ich, auch, was Rhetorik angeht, hier mit dem Kanarienvogel sehr, sehr geschickt. Ja, hat auch eine sehr, hier mit der Krone, für mich wirklich eine sehr reife Energie, ist vielleicht älter als du. So, ganz allgemein hier. Ja. Also er oder sie kann sich gut einfühlen in andere Menschen. Und mit dieser Karte in Kombination, da steht es auch, er oder sie ist auch in der Lage, andere aufzuwecken, ja, aus einer Art Schlummer, wenn man so möchte. Ja, empathisch, einfühlsam, kann gut zuhören. Und ich finde es auch schön abgebildet hier, diese Frau reicht hier eine Fackel weiter. Also er oder sie ist auch in der Lage, hier die Leidenschaft, die Lebensfreude, Talente, Erkenntnis in anderen wachzurufen. Sehr, sehr interessant. Vielleicht ist er oder sie tatsächlich auch Sänger, Künstler, ja, etwas in der Richtung. Ach, wir sehen ja auch eine Flöte. Habe ich das mir noch gar nicht aufgefallen. Sehr, sehr, sehr spannend. Liebes Universum, welche Informationen sind hier noch wichtig? Schwups, da kommt die Sonne auf dem Kopf, okay. Immer noch eine gute Karte, steht für Ausstrahlung, für Erfolg. Sie ist hier auf dem Kopf gefallen. Vielleicht ist hier noch etwas blockiert. Vielleicht ist dieser Mensch auch gerade in einer Phase, wo er oder sie nicht so erfolgreich ist oder so strahlend ist, wie er oder sie sein könnte, noch nicht so erfolgreich. Ja, unter Umständen könnte es auch sein, dass dieser Mensch sich selbst so ein bisschen zurücknimmt.
um hier irgendwo reinzupassen. Das passt so ein bisschen zu der Karte aus dem Work Your Light Orakel, Entschuldigung. Don't dim to fit in, kam mir hier sofort. Also vielleicht nimmt man sich hier selbst ein bisschen zurück. Liebes Universum, bitte mehr Informationen. Ja, eine große Arkana-Karte, die Sonne, dementsprechend ist das hier gerade ein großes Thema oder ein wichtiges Thema für diesen Menschen. Je nachdem. Ich habe gerade auch gedacht, okay, vielleicht ist man hier auch noch auf dem Wege, diese Energien zu entwickeln. Wir haben hier nämlich auch das Kind, das innere Kind, aber auch eine jugendliche Energie. Ich weiß, ich habe eben gesagt, dieser Mensch könnte älter sein. Vielleicht ist dieser Mensch aber auch deutlich jünger als du. Beides ist hier möglich, ne? Hier mit der Krone und hier mit dem Kind. Oder es gibt hier vielleicht noch einen Anteil in dieser Person, der noch nicht so richtig, naja, so richtig rauskommen kann. Auf der anderen Seite, ja, ist die Sonne auch wiederum die Bestätigung davon, dafür, dass dieser Mensch die inneren Kinder von anderen, dein Licht, dein Strahlen, dein inneres Kind, dein Talent, was auch immer hier erwecken kann. Liebes Universum, ich hätte gerne noch eine oder zwei Karten oder wie viel du für richtig hältst. Was ist hier noch wichtig zu wissen? Oder war es das schon? Ah, das Ass der Münzen. Nochmal der Hinweis darauf, dass es sich hier um ja, geschäftliche Beziehungen handeln könnte. Berufliche Beziehungen. Ja, auch dass hier, wie gesagt, eine Chance reinkommt. Die Asse sind im Moment auch stark vertreten hier in diesem Reading. Also es geht hier um Chancen zu innerem Wachstum, aber auch Chancen, um hier kreative Projekte, Potenziale auszulegen, aber auch Chancen, Geld zu verdienen. Liebes Universum, was ist hier noch wichtig? Was ist hier noch wichtig? Also es kann wirklich gut sein, dass dieser Mensch mit dir zusammenarbeiten möchte, dass es hier ein Angebot gibt. Vielleicht bist du auch derjenige, der mit einem Angebot auf diesen Menschen zugeht. Mit einem Angebot auf diesen Menschen, ja, richtig. Und wir haben die vier der Stäbe auf dem Kopf und den Stern. Immer noch, ne, bitte ruhig Blut. Gute Karten. Also auch die Sonne auf dem Kopf, der Stern auf dem Kopf sind für mich immer noch sehr positive Energien und auch die vier der Stäbe sehr gern gesehen. Es kann hier also auch durchaus um romantische Beziehungen gehen. Ja, für einige ist das hier die Twin Flame Karte. Ich persönlich sehe sie auf jeden Fall als eine Art Portalkarte. Ja, hier kann etwas, eine neue Ebene beschritten werden, durchschritten werden. Eine Beziehung kann sich vertiefen, eine Geschäftspartnerschaft kann sich vertiefen. Wir haben sie hier beide auf dem Kopf liegen. Das finde ich recht interessant und würde dafür auch gerne nochmal eine Klärungskarte ziehen. Ich lege sie erstmal nochmal wieder so rum. Ansonsten, wenn diese Karten alle auf dem richtig herum gefallen wären, wäre hier auch keinerlei Herausforderung für mich, ja? Dann hätten wir hier die Ausstrahlung, den Optimismus, hier eine gute Chance, die Chance hier auch eine neue Ebene zu betreten, egal in welcher Beziehung es sich handelt, ja? Also in jedem Fall eine Vertiefung, eine Verbesserung, eine neue Ebene in Freundschaft, Partnerschaft, Familie, Geschäftspartnerschaften, etc. Und mit dem Stern, ja auch mit der Sonne so ein bisschen und diesen Karten hier, ich kriege so ein bisschen, wie soll ich sagen, Ausstrahlung, Bekanntheit, Popularität mit rein. Die hier aber noch nicht so ganz sich entfalten dürfen, ne? Also man hat hier vielleicht, man ist hier auf der Schwelle zum Ruhm. Es klingt so ein bisschen seltsam, ne? Habe ich auch, weiß ich nicht, ob ich das in meinem Orakel schon mal so hatte, aber kommt mir hier so, dass man sehr bekannt sein könnte oder schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht hat
hier in dem Feld, in dem man arbeitet. Na, auch mit dem Networking hier. Liebes Universum, warum sind denn die vier der Stäbe und der Stern hier auf dem Kopf? Vielleicht zerstreut man seine Energie hier ein bisschen, dass man zu viele Projekte auf einmal verfolgt. Liebes Universum, bitte eine Klärungskarte auf die vier der Stäbe. Was ist da los? Und auf den Sternen, bitte fühl dich frei. Liebes Universum. Ja, vielleicht fehlt hier noch das entscheidende Angebot, die entscheidende Chance, um das zu verwirklichen. Und da kommen zwei Karten. Einmal der Page der Schwerter und die 10 der Stäbe. Lasst uns mal hier in die Schattenattribute schauen. Hier scheint sich ja doch etwas zu verwirklichen. Imposing und was you claim to do. Okay. Ja, also der Page der Schwerter steht für jemanden, der sich Dinge sehr genau anschaut, der sehr kopflastig ist, sehr kritisch. Für mich ist sie eine wenig aggressive Karte, denn man hatte das Schwert auf der anderen Seite, nicht hier. Also er hat das Schwert nicht so zum Angriff erhoben, sondern er ist sich noch nicht sicher, soll ich es benutzen, soll ich es nicht benutzen. Ja, also man beobachtet hier, man ist sehr kritisch. Vielleicht wirklich ein Luftzeichen, was hier angedeutet ist. Also Waage, Wassermann, Zwilling. Und man hat auch Angst vor Überforderung. Das ist interessant. Das ist interessant. Dieser Mensch hat so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, scheint mir. Und man braucht vielleicht Mut, um hier ein Angebot anzunehmen. Vielleicht auch Mut, um hier ein Beziehungsangebot anzunehmen, was von dir ausgeht. Ja, das Ass der Münzen ist doch immer etwas sehr Nachhaltiges, etwas sehr Festes. Und vielleicht ist dieser Mensch, schreckt vielleicht ein bisschen dafür zurück, hier in den nächsten Schritt zu gehen, falls es hier um eine Partnerschaft geht, auch im geschäftlichen Sinn, ja, dass man hier diese Ausschließlichkeit einer Beziehung so ein bisschen fürchtet, weil man nicht weiß, ob man damit umgehen kann. Man hat vielleicht auch Angst, hier etwas zu übersehen, und guckt sich hier irgendwie alles sehr, sehr kritisch an. Sehr interessant, sehr interessant. Ich würde jetzt gerne ein paar Charms draufnehmen, um hier noch mehr Informationen zu bekommen. Liebes Universum. So, da haben wir als erstes mal das, die Nummer 8. Vielleicht bist du an einem 8. geboren oder dieser Mensch oder der August spielt eine große Rolle. Könnte sehr gut sein. Ansonsten haben wir das 8. Haus, den Skorpion. Und ja, da geht es um Transformation, um Tod, um Neubeginn, um Grenzerfahrungen. Ja, interessant. Und das ist ja auch ein Thema der Befreiung hier. Aha. Vielleicht hat der Befreier, die Befreierin hier auch versäumt, sich selbst zu befreien aus einer bestimmten Situation, aus bestimmten Ängsten. Und das wird jetzt hier angetriggert. Kann gut sein. Ich schaue mal hier nach Sternzeichen. Da. Erdenergie und wir haben den Fisch. Wasserenergie. Der Fisch kann dem Steinbock hier helfen, ein bisschen lockerer zu werden, ein bisschen mehr mit dem Strom zu schwimmen, sich auch mehr auf seine oder ihre Gefühle einzulassen. Dieser Mensch kann Steinbock und Fisch in der Chart haben oder Erd- und Wasserzeichen. Hier haben wir nochmal Erdzeichen. Ansonsten haben wir hier aber auch Feuer mit dem Löwen und den Stäben und den 10 der Stäben. Das sind so die Hauptenergien, die ich hier so habe. Das können aber auch Energien sein, die sich hier abbilden. Das muss nichts mit euren Geburtscharts zu tun haben, kann aber natürlich. Jim, Jim, Jim. Ja, der Steinbock ist sehr realistisch, er ist sehr pragmatisch, ist ein bisschen stur, manchmal geht seinen Weg. Der Fisch ist so ein bisschen die Gegenenergie, ne? Er ist sehr flexibel, hat manchmal Probleme, sich festzulegen. Wie gesagt, ist sehr flitzt so ein bisschen durchs Wasser, durch sein Element. Und diese beiden Energien wären, glaube ich, sehr gut für diesen Menschen.
ja, das vielleicht mehr zu verbinden. Ja, wir haben hier das Herz mit dem Frieden. Sehr schön. Also, du hast es hier schon mit jemandem zu tun, der ein gutes Herz hat und der auch Harmonie sehr schätzt. Ja, und auf der Suche ist nach einer friedlichen Liebe. Das finde ich schon mal sehr schön. Oder auch nach einer friedlichen Geschäftsbeziehung. Also niemand, der hier grundsätzlich irgendwie auf Krawall gebürstet ist oder sehr misstrauisch ist. Eigentlich ist dieser Mensch, glaube ich, nicht so. Aber vielleicht gab es hier eine Erfahrung, die dazu geführt hat, dass man sich momentan so benimmt oder so herüberkommt, ja, kritisch und irgendwie überfordert. Dann haben wir die Eule, sehr schön, die Weisheit. Die Weisheit. Also für mich heißt das, dass dieser Mensch auf jeden Fall hier die Situation entweder jetzt oder in naher Zukunft aus einem neuen Blickwinkel betrachten wird und eine Erkenntnis hat, einen neuen Blickwinkel erlangt, um hier die Sonne und den Stern umzudrehen. Eventuell, wie gesagt, wird auch dieses Angebot hier, diese Chance, einiges verändern für diesen Menschen. Und wir haben ja auch die Gitarre liegen, nochmal der Hinweis darauf, dass es sich hier um einen Musiker, Musikerin handeln könnte. Vielleicht bist du auch Musiker, Musikerin. Wie gesagt, Bandmitglied kriege ich hier ganz stark oder überhaupt jemand, mit dem du vielleicht zusammen Musik machen möchtest. Aber ansonsten, wenn das gar nicht der Fall ist, dann seid ihr sehr verbunden durch Musik, Musikstücke, durch Melodien, durch Texte aus Musikstücken. Dann haben wir hier noch den mit dem Yeah. Wenn diese Energien hier unten sich so verwirklichen würden, ja, also sich umdrehen, dann kann man dazu ja auch nur noch Yeah sagen, ja. Also das ist auch, kann auch ein Durchbruch sein, von dem hier die Rede ist. Im privaten Bereich oder vielleicht auch im beruflichen Bereich. So, dann haben wir einige Buchstaben. Und zwar einmal das Z, das M, das V, das H, nochmal ein M. Ein D, ein Y, ein U, ein I. Ich kaufe ein U, noch ein U. Ich fühle mich manchmal ein bisschen wie Maren Gilzer. Kennt ihr die noch? Bestimmt, ne? So, das können Anfangsbuchstaben sein von den Menschen, die hier beteiligt sind. Aber auch Abkürzungen, Wörter etc. können sich hier reinlegen, die in dieser Situation zusammenhängen. Entschuldigt bitte, ich bin hier an die Kamera gestoßen. Okay. Dum, dum, dum. Ja, die Aufgabe hier für diesen Menschen besteht eben darin, hier wirklich diesen Durchbruch, diesen Schritt durch das Portal, dieses Angebot anzunehmen, diese Chance wahrzunehmen, etwas zu erkennen oder wie gesagt, eine tatsächliche Chance. Und wir schauen jetzt mal, was du jetzt tun kannst, wie du am besten mit diesem Menschen umgehen kannst, mit dieser Situation. Denn du kannst ihm oder ihr das hier nicht abnehmen. Du könntest ihn oder sie motivieren vielleicht, aber wie gesagt, ne, den entscheidenden Schritt zur Freiheit, was ich echt witzig finde mit dem, ja, alle anderen befreien. Ja, und der blinde Fleck ist dann quasi, sich selbst auch zu befreien. Das kannst du ihm oder ihr nicht abnehmen. Liebes Universum, was darf denn die Gruppe von Menschen, die sich hier für diesen Stapel entschieden hat, jetzt tun? Zu ihrem eigenen höchsten Wohl, auch zum Wohle der Situation und der Person, um die es hier geht. Liebes Universum, liebes geistige Team. Was können die Menschen, die hier zuschauen, jetzt tun? Ja, da will schon, aber noch nicht so ganz. Schauen wir mal. Na. Vielleicht ist ein bisschen Geduld erforderlich. Zack, da kommt die erste. Ich habe aber das Gefühl, dass wir ein paar mehr brauchen. Naja, ein paar mehr, liebes Universum, nicht tausend mehr. Ja, ich habe sie eben genommen, ich nehme die jetzt auch. Aber als erstes kam diese Karte heraus und die schauen wir uns auch erstmal an. Da kommt der Rat für dich. Shieldmate, make plans and focus. Ja, mache deine Pläne,
mache weiter und fokussiere dich auf deine Belange, auf dich. Make plans and focus. Ja, solltest du hier irgendwie mit diesen Menschen zusammenarbeiten, ist ja auch der Rat, ja, plane euer Geschäft, euer Vorhaben weiter und fokussiere dich auf Erfolg. Ja, also lass dich hier auch irgendwie nicht abbringen von einer Vision oder von einem Plan. Ja, fokussiere dich hier vielleicht auch auf dich selbst. Solltest du das Gefühl haben, du hast dich zu sehr auf einen anderen Menschen fokussiert, egal ob Partner, Freund, Freundin, wer auch immer, dann fokussiere dich hier auf jeden Fall wieder auf dich. Achso, eben habe ich es auch so gemacht beim anderen Stapel. Schau doch, ob dich hier vielleicht eine Karte besonders anspricht. Dann ist das ein besonders wichtiger Ratschlag für dich. Ansonsten decke ich sie natürlich auch alle auf. Und du kannst natürlich auch mehrere Karten auswählen. Fühl dich da ganz frei. Ich beginne mit dieser Karte hier von rechts nach links. Und da kommt der Mond. Take note of intuitive messages, also intuitive Nachrichten möchten hier zu dir rein. Auch der kommende Vollmond könnte wichtig für dich sein, ist, glaube ich, im Wassermann am 24. Juli, 25. Juli, sowas in der Richtung. Habe ich mir aufgeschrieben, habe ich leider nicht. Aber der 24. Juli ist auch ein Portaltag, wenn da auch noch ein Vollmond ist, wäre das auf jeden Fall, ist das ein Tag, an dem hier wichtige Informationen zu dir kommen möchten. Insgesamt bist du ein sehr intuitiver Mensch. Sollte dir das bewusst sein oder auch nicht, hier ist auf jeden Fall die Bestätigung, dass du hier auf deine Intuition jetzt gerade wirklich hören solltest, denn sie ist sehr ausgeprägt. Und nimm das auch bitte ernst. So, dann haben wir hier den Pfeil. Schütze dich, ist hier die Botschaft. Schütze dich. Eventuell vor negativer Energie, die hier von außen kommt, ja, eventuell auch, ich kriege hier so ein bisschen, dass die Energie zerstreut sich hier so ein bisschen mit rein und für dich ist jetzt gerade das Gegenteil nötig, ja, also du solltest dich nicht zerstreuen, du solltest dich fokussieren und wenn nötig, dann schütze dich gegen andere Energien, die hier gegenläufig sind. Zum Beispiel mit Steinen, mit Ritualen, du kannst Räucherungen benutzen oder auch immer wieder negative negativ ist immer so, ne? Fremde Energien auch immer wieder abwaschen, ja, unter der Dusche mit Salz, Bad, etc. Da gibt es relativ viele Möglichkeiten. So, dann kommt hier zu dir der Spirit Fox. Ja, vertraue deinen Talenten in sich verändernden Zeiten. Du hast hier Talent. Du hast hier ein Talent, mindestens eins, dem du vertrauen darfst und auf das du dich fokussieren solltest und mit dem du arbeiten solltest. Und vielleicht hat dieser Mensch ein ähnliches Talent oder so, ja, aber kann da im Moment noch nicht so ganz drauf zugreifen. Davon solltest du dich aber nicht abhalten lassen. Und auch wenn die Zeiten im Moment sehr veränderlich sind, sehr herausfordernd sind, bitte bleib bei deinen Plänen, ja. Und dann haben wir hier noch den Druiden. Hold the space. Ja, okay. Hier oben ist auch nochmal ein Hinweis auf Kristalle. Hold the space. Bleibe bei dir. Bleibe in deiner Energie. Lass dich hier nicht irgendwie beeinflussen. Das ist hier für mich besonders wichtig. Wirklich. Lass dich hier nicht, schon gar nicht negativ beeinflussen, ja. Bleibe bei deiner Vision, bei deiner Idee von diesem Geschäft, von dieser Beziehung, von dir selbst, von deinem Weg. Höre auf deine Intuition. Vertraue dir und deinem Talent und schütze dich gegen Energien, die dich hier, die deinen Pfeil so ein bisschen in eine andere Richtung lenken wollen. Ihr Lieben, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar oder einen Daumen hoch da, dann weiß ich, dass dieses Format euch gefallen hat und werde dementsprechend öfters mal solche Legungen machen. Ich hoffe,
Ihr habt euch hier wiedergefunden und konntet einiges mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei wäret, zum nächsten Monatsorakel oder Wochenorakel oder Portaltagorakel. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, genießt den Vollmond hier, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, auch den nächsten Vollmond, ja, der für dich dann stattfindet. Und horche da wirklich in dich hinein, da kann nochmal was Wichtiges durchkommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Bis bald. Ciao.